damit in den Schulen Zillertalsbildung funktionieren kann, ist es aus meiner Sicht sicher notwendig, dass diese Schulen sich vernetzen. Ich betrachte das ein bisschen so wie die Zillertalbahn. Es gilt, die Gleise zu verlegen, die Fahrpläne zu erstellen, damit die Züge auch fahren. Und dazu wird es unter anderem notwendig sein, dass man überlegt, welche Angebote auch gemeinsam genutzt werden können, damit etwas geschieht, wo wirklich alle wissen, davon sprechen wir, das wollen wir erreichen, und dann kann Bildung im Zillertal besser, vernetzter und effektiver funktionieren. Ihr erwartet mir von der Bildung in den nächsten Jahren eine praxisorientierte Ausbildung für unsere Kinder und Jugendlichen, damit sie nicht nur Fakten lernen, sondern die Hintergründe verstehen, eigenständig denken können, um die Sachen nachher im Grund zu verstehen. Das halte ich als besonders wichtig. Also ich darf mir vorstellen, dass in der Schule, dass es zum Beispiel Räume gibt, da wo sich die Schüler entfalten können, da wo sie Platz haben, und das macht doch auch gleich viel mehr Spaß, wenn man in die Schule geht. Ich fand es auch total lässig, wenn wir in unserer Schule Wahlpflichtfächer wie zum Beispiel Schauspiel oder Sport hätten, weil ich einfach glaube, dass das total viel Schüler für ihn Spaß machen tät, und ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dass es sehr gut war, wenn jeder Schüler und Schülerin bis 16 Jahre Schule gehen muss, also dass jeder 10 Jahre Schule geht, weil ich finde, dass man mit 14 Jahren einfach noch nicht entscheidungsfähig ist und noch nicht weiß, was man arbeiten will. Ich fand es auch, also ein Wunsch von mir war auch noch, dass zum Beispiel nicht nur die Polytechnische Schule und die Tourismusschule im Zillertal sind, sondern dass es auch andere weiterführende Schulen im Tal gibt, da viele Schüler und Schülerinnen immer einen sehr weiten Weg haben. Meiner Meinung nach ist Bildung allgegenwärtig, und das nicht nur in unseren Schulen. Sowohl jede Bildungsinstitution vom Kindergarten bis zur Polytechnischen Schule als auch jeder Lehrbetrieb im Zillertal haben Anteil daran und können somit Zukunft gestalten. Diese Verantwortung für die Entwicklung unserer Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge tragen wir alle gemeinsam. Unser Ziel soll es sein, den jungen Menschen im Zillertal die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen und somit auch die Zukunft des Tales zu gewährleisten. Durch die gute Zusammenarbeit von Betrieben und Schulen werden die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entscheidungsfindung unterstützt. Damit nehmen die jungen Menschen ihre Verantwortung wahr und sind bereit, einen Beitrag zu leisten. Also für mich wäre ganz wichtig, dass in den nächsten Jahren irgendwie eine Perspektive für die Schülerinnen nach der neuen Mittelschule da ist. Ja, das war so, mit 14 war plötzlich alles anders und man war aus dem Tal draußen und war eine Riesenumstellung. Das Problem ist irgendwie, glaube ich, dass es halt mit 14 auf einen Schlag aufhört. Wenn man jetzt nicht eine Lehre macht oder in die Tourismusschule geht, dann ist man wirklich gezwungen, das Tal zu verlassen. Die Lösung wäre vielleicht, dass die ganzen Freizeitangebote, also zum Beispiel, keine Ahnung, Fußballverein und Musikschule und so, sich da mit den Schulen ein bisschen besser absprechen und das koordinieren, damit diese Freizeitangebote irgendwie Teil auch vom Schulalltag werden. Ja, vor allem, dass die Schule da als Ort für Freizeit und Hobbys irgendwie da ist, weil Nachmittag ist ja, ich glaube, in dieser Schule gibt es die Musikschule, die Nachmittag nicht da ist, aber sonst weiß ich nicht genau. Aber es gibt ja unglaublich viele Vereine und da ist ein toller Sportplatz und alles dabei. Also man könnte da schon mehr unterbringen und auch ein bisschen mehr Leben in die Bude bringen, glaube ich. Die Gemeinden sind zuständig in den Sprengelbereichen für die Schule. Wir sind Schulerhalter. Es kommen viele Kosten auf einem zu, aber das muss zweitrangig sein. Erstrangig ist auf jeden Fall die allumfassende Bildung von unseren jungen Leuten, wenn die Bevölkerung stark ausgebildet ist, gut ausgebildet ist, und dabei denke ich wirklich an eine breite Facette, dann kann es auch der Gemeinde letztendlich gut gehen. Und hier sehe ich die Modellregion Zillertal als ganz, ganz große Vorreiterrolle. Ich bin Obmann des Tiroler Familienbundes und Unternehmer in der Region Zillertal, und daher ist Bildung für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Wirkens. Und die Modellregion Zillertal ist ja in aller Munde, und ein wichtiger Teil davon ist die Bildungspartnerschaften, das Miteinbinden von Eltern und Partnern wie die Wirtschaft in und aus der Region. Und es ist wichtig und toll, dass externe Partner sich mit Bildung, mit den Schulen gemeinsam zusammentun, um für die Kinder und Jugendlichen im Tal und aus dem Tal die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Weil wir haben gesagt, das Schulsystem
wird einfach noch nicht allen Kindern gerecht. Wie gesagt, ein paar Sachen sind einfach so, wo man sich wünschen täte für ein paar Kinder nur. Die hätten ein bisschen anders Schulsystem. Die dürften mit Hammer und Nägeln oder Stiefeln und Schubkarren den Schulalltag einfach bestreiten, aber das ist jetzt noch nicht möglich und darum ist es, das ist eigentlich das Anstrengende, dass man versucht, allen Kindern gerecht zu werden und dass man halt oft das Gefühl hat, dass man das nicht schafft und momentan auch nicht schaffen kann. Aber immer probieren, das Beste zu geben. Für mich ist Modellregion Zillertal gelungen, Schule, Bildung gelungen, wenn wir in 10, 15 Jahren sagen können, es gibt keine Modellregion Zillertal mehr, sondern es heißt Modellregion Tirol. Das heißt aber auch, das erfordert sehr viel Mut, Flexibilität, auch von der Politik, aber nicht nur, sondern in erster Linie auch sehr viel Mut zur Veränderung von uns Lehrern, von den Lehrenden. Ich kann ein Kind nur auf die Zukunft vorbereiten, auf ein Leben nach der Schule, wenn ich selber bereit bin, auch Veränderungen mitzutragen und mit den Veränderungen in der Welt Schritt zu halten.